Hallo und herzlich willkommen zu Igelpipes Wochenrückblick für die Kalenderwoche 41. Es ist schon gigantisch, was so im Laufe einer Woche alles für tolle Videos entstehen. Da ist man draußen unterwegs, da wird man eingeladen zu Pfeifen- und Tabak-Events. Es ist einfach nur herrlich. Aber damit ihr einen besseren Überblick habt, würde ich euch gerne die Themen der Woche darreichen. Mein Name ist Igelpipe und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Themen, die diese Woche so passiert sind. Der liebe Kronburg zeigt uns diese Woche, was wir als Pfeifenraucher von Kornkopf immer falsch gemacht haben, indem er uns die Missouri Meerschaum Kornkopf etwas ausführlicher vorstellt und mit einigen Mythen aufräumt. Für mich ein sehr lehrreiches Video und für alle Besitzer von Kornkopf eine echte Empfehlung wert. Und nicht nur für Besitzer von Kornkopf, sondern auch für Leute, die mit dem Pfeiferauchen beginnen möchten, denn Kornkopf sind ideale Einsteigerpfeifen. Virginia aus Kiel. Der liebe Yogi stellt uns diese Woche einen Tabak von Tom Darasch aus Kiel vor, und zwar den Virginia Cake. Nachdem der Tom Darasch jetzt alle anderen Genres schon bedient hat, Burley, Latakia, Twists, gibt es jetzt auch für die Virginia-Raucher einen entsprechenden Cake. Ich habe diesen Tabak selber noch nicht testen können, aber ein schönes Review hat uns diese Woche der Yogi zubereitet. Wenn wir schon beim Yogi sind, kann ich euch ebenfalls das Video über den Peterson Irish Stew ans Herz legen. Für jeden Whisky-Liebhaber und für jeden, der vielleicht mal an diesem Tabak vorbeigelaufen ist, sollte sich vielleicht mal das Video von Yogi angucken. Und ebenfalls eine sehr interessante Frage stellt er uns in diesem Video. Unser Pfeifenbauti aus Basel stellt uns diese Woche seinen eigenen Tabak vor. Sven Steinmann kreiert für ihn die Mixture Nummer 51 und nennt sie Bauti Blend. Ich habe mir dieses Video gerade angesehen und ich finde für jeden Latakia-Liebhaber, der in die Richtung Herbst 84 geht, sollte vielleicht mal sich über diesen Tabak informieren. Unser lieber Nobby meldet sich diese Woche ebenfalls zu Wort und zeigt uns, wie gemütlich es bei Toschs Genusshütte ist. Ja, wer dort in der Nähe ist, sollte unbedingt mal bei Tosch vorbeigucken. Tobias ist ein echt toller Kerl und man kann in Toschs Genusshütte den Genüssen echt frönen. Ein echter Klassiker stellt uns diese Woche Demians Pfeifenstübchen von McBaren vor. Ich hatte diesen Tabak bereits selber schon in der Pfeife und McBaren ist in meinen Augen ein Tabak, mit dem man das Pfeiferauchen auch wunderbar lernen kann. Also wer mal was Besonderes von McBaren ausprobieren möchte, kann doch mal bei Demians Video vorbeischauen. Eine eBay Live Pfeifenversteigerung zeigt uns diese Woche Pit Pass Hans W. Und was mich jetzt ebenfalls noch gefreut hat, dass er uns nicht nur die Live-Versteigerung gezeigt hat, sondern auch das, was wirklich bei ihm angekommen ist. Zwei sehr interessante Videos, die man auf keinen Fall als eBay-Jäger verpassen darf. Der liebe Balu stellt uns seine allererste eigengebaute Pfeife vor und weist uns ein in einen Tabak von der Firma DTM, den ich selber noch unter altem Namen in der Pfeife hatte. Und wer auf Cube Cut steht, sollte unbedingt mal beim bei Balus Video vorbeischauen. Es geht auf den Herbst zu. Was bedeutet das für die Tabakindustrie? Genau, die sogenannten Winter- oder Weihnachtseditionen werden auf den Markt geschmissen,
Von jedem Hersteller gibt es eine Variante und wir als Pfeifenraucher müssen uns dann die beste Edition für uns raussuchen. Auch ich habe schon positive und negative Erfahrungen über diese Edition gemacht. Der liebe Andreas Kaschnee hat sich einer Edition dieses Jahr schon angenommen, die von Red Race, und stellt uns diese ebenfalls vor. Also wer auf diese Wintereditionen steht, kann doch bei Andreas Kaschnee mal vorbeischauen, damit er weiß, ob er sich die 100 Gramm Weihnachtsedition von Red Race zum Beispiel holt. Ich persönlich kann zu dem Thema sagen, die Petersen Weihnachtsedition klingt für mich ideal. Aber ob sie mir wirklich schmeckt, das werde ich erst in Zukunft herausfinden. Und ich hoffe, dass ich an eine Probe dieser Edition rankomme, weil ich traue mich einfach nicht ran, eine Weihnachtsedition blind zu kaufen. Von daher finde ich dieses Review von Andreas Kaschny sehr hilfreich, denn so eine Weihnachtsedition kauft man sich nicht einfach so. Zwei kleine Ausflugstipps kann ich euch schon mal sagen, obwohl es noch ein bisschen dauert. Am 27. und 28. ist eine Herbstaktion bei Tabakhaus Falkum, wo ein Pfeifenmacher und ein Tabakmischmeister vor Ort sein werden. Und am 28. hat Kraut 68 zu einem Pfeifentreffen in Darmstadt eingeladen. Also, alle Informationen wie immer unten in der Infobox und nun kommen wir zu Pipe of the Week. Kommen wir also zu Pipe of the Week. Pipe of the Week ist meine neueste Pfeife diese Woche angekommen. Es handelt sich hierbei um die Zweitmarke von Stanwell, eine Danske Clubpfeife im Bulldog Shape. Ich werde euch jetzt einfach noch ein kleines Bild einblenden, weil ich glaube, das ist das Beste davon. Dann könnt ihr die Pfeife einfach besser begutachten. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall was Tolles. Genießt das herrliche Wetter. Wir kriegen ja noch einen wunderschönen goldenen Oktober. Macht auf jeden Fall was Superes. Und ich sag bis nächste Woche. I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.